Yannick fragt Pietsmiet: Wodurch hattet ihr euren krassesten Lachflash? Boah, ich hatte schon viele, wenn ich ganz ehrlich bin, krass Lachflash, aber den krassesten kann ich tatsächlich nicht mehr sagen. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, am Ende des Ganges ist bis heute ein Klassiker und ich weiß echt nicht, was mich da geritten hat, aber ich fand es so unfassbar lustig, dass ich es durchgezogen habe im Lachen. Boah, das ist eine super schwierige Frage, Jungs. Mensch, so all-time, keine Ahnung, ich merke mir meine Lachflashes nicht so wirklich. Aber ich weiß zum Beispiel, dass letztens, als wir TTT gespielt haben und Dalu einfach Peter verarscht hat, das war so herrlich und war so geil zum Lachen. Also das war einfach der Hammer. Das war einfach super geil. Das war jetzt so das, was in letzter Zeit der krasseste Lachflash war, glaube ich. Kann ich dir so gar nicht sagen. Also man hat ja in seinem Leben schon 30.000 gehabt. Also durch unsere Sachen, durch einen Film, den ich gesehen habe. Ich weiß noch, irgendwie der erste Mal Kleines Arschloch. Da bin ich vor Lachen vor einer Couch gefallen. Nackte Kanone. Es gibt nicht einen krassesten. Das kannst du mir nicht erzählen. Gib es nicht. Zumindest nicht bei mir. Man hat immer mal wieder irgendwelche Lachflashs. Aber ich glaube, der krasseste Lachflash der letzten Zeit war tatsächlich die TTT-Folge vom 25. Dezember oder sowas, wo Peter im Gefängnis eingeschlossen wurde und da gab es bei mir einfach keinen Halt mehr. Es war so witzig, wie Dalu Peter verarscht hat. Es war super. Ich lachte einfach immer wieder drüber. Es ist super. Vielleicht in der Aufnahme, so hatte ich glaube ich den krassesten Lachflash, als Sadi noch bei uns war und der bei TTT von dem Hausdach gefallen ist. Ich konnte da echt nicht mehr. Im Real Life hatte ich auch schon viele Lachflashes, aber meistens, wenn irgendjemand irgendwas Dummes gemacht hat. Ja genau, alter Vater. Als Bootstour und, oh Gott, habe ich gelacht. So viel habe ich 2016 nicht mehr gelacht an einem Stück. Ein Betrunkener, also wir sind halt aufblasbares Boot gefahren, so ein Paddelboot. Das haben wir haben so einen Zwischenstopp bei Kevs Pub in Weeze gemacht, das ist so eine Bar. Und da konntest du dann halt das Boot rausziehen und einer fand es halt so clever, mit Anlauf auf dieses Boot drauf zu springen, was natürlich aufgeblasen war. Und ihn dann halt voller Wucht wieder weggeschleudert hat auf den Kiesboden. Und das kam so unerwartet und war so unfassbar lustig, dass ich einfach nicht mehr konnte. Bei mir war Tilt Error erstmal. Das sah so geil aus, wie der da in Badeshort da drauf gesprungen ist. Und das ist halt auch nicht gerade Adonis, sondern da war es auch viel in Wallung dann in dem Moment. So, boah, und das war so geil. Das war so dumm. Ach, egal. Das war geil.